Und 2700 Fire Damage jede Sekunde. Hält 6 Sekunden. Oh, ich kann mich selbst in Brand setzen. Alles klar. Kann Gegner stunnen. Die Spectral Sight hier anmachen. Da ist eine Kiste. Oh. Bei mir hier. Boah, hat sich voll gelohnt. Nur für einen Half-Stone. Ja. Die Spectral Sight ist schon lustig. Mhm. Ups. Ups. Ist das ein Loch? Kann er da runterfallen? Nee. Ist mal das und das hier jetzt gehen. Und das hier? Ja. World of Mirrors. Ach ja. Da darfst du nicht in die Pfützen kommen, sonst wirst du tot. Instant. Weiß ich nicht. Ja. Scheiße. Hey, ich kann ihn gar nicht angreifen. Sollst du nicht, du musst dir den Spiegel aktivieren. Achso. Eigentlich ein Dungeon hier. Ich bin nicht instant tot. Na, du nicht. Toll. Aber nur weil du Tank bist. Haha. The shield is broken. Quickly, everyone out while the creature is stunned. Cheater Tank. Ich habe übrigens noch zwei Sachen vergessen, und zwar das Siegel auf. Muss ich mir wieder raus, mir fertig ist. Oder was ist hier los? Ja. Warum rennen alle weg? auf Silence, bla bla bla, Target Location, Silence Enemies affected by bla bla bla. Also ein Silence-Effekt. Ganz simpel erklärt. Und dann noch Sigil oder Seigel, wie auch immer man das ausspricht, auf Chains. Auch an der Location des Targets platzierbar. Aktiviert sich nach 2 Sekunden. Alle Gegner, die davon betroffen sind, werden ins Center gezogen und gesnared. Ich glaube, Snare war verlangsamt. Und der, okay. Ja, und der Movement Speed reduziert sich um 70%. Foi Foi Gabonga. Foi Foi Ga. Oh oh. Oh oh. Genau so einer Pfütze gelandet. Wie das linke. Muss mir nicht nachrennen. Hä? Wie nachrennen? Ich war vor dir unten. Ja, aber der geht schneller, wenn wir die verschiedenen Kugeln. Du musst ihn nicht bekämpfen. Ach so. Das ist ein Dungeon was. Mach du die Kugel in der Mitte. Jetzt ist er eingefroren. Das hat er nicht verdient. Warum? Ich weiß nicht, ich mochte den. Das war ein guter Junge. Ash Golem. Nee, Ash Golem. Ash Golem. Golem, Golem. Ja. Ich finde auch die neue Anzeige der Stats irgendwie seltsam. Hast du dich schon mal angeguckt? Agility, Stamina, Armor und so meinst du das? Ja. Gibt's da keine ausführlichere Ansicht mehr? Ich glaub nicht. Bei mir wird WoW immer simpler. Gefühlt schon. Was ist das denn hier? Was denn? Hast du das schon gesehen? Vor dir. Ja, ist noch nicht fertig. Kannst aber nicht auf den Portal gehen. Du bist oben, du musst nicht auf den Fall warten. Ich habe eventuell gerade einen Epic-Item bekommen. Oh, natürlich hast du das. Juhu. Penner. Erfolg. Was ist denn das hier? Greetings, we are hard at work right now bringing this area to our Blizzard quality standard. But we weren't done just yet. Thank you for your understanding and for helping us make Legion awesome. WoW
Dev Team. Klick Ja. auf das Portal, du Nacker. Was ist denn ein Portal? Das direkt dahinter ist. Ach so. Mir wird irgendwas in der Mitte angezeigt. Ja, du kannst auch den Fallschirm benutzen, aber das ist viel schneller. Hier ist eigentlich eine Kiste. Also die Area ist jetzt noch unter Construction oder was? Na, der Fahrstuhl funktioniert manchmal nicht, deswegen ist hier ein Portal. Achso, was ist das denn hier? Sentry. Naja, keine Ahnung. Wie viele Epics habe ich denn mittlerweile? Eins. Oh, der zählte seine Zwei. Epics. Drei. Vier. Vier Stück nur. Nur, ich habe noch gar keins. Alter Falter, bist du ein Lacke. Tja, passiert schon mal. Manchmal schon. Beim Krieger habe ich noch nichts bekommen. Gott sei Dank. Hallo? Memory. Du musst die Tusse ansprechen. Musst du den aussuchen. Lol. Ich habe mich für den Rechten entschieden. Wieso bekomme ich jetzt schon wieder das Intro? Echt? Ja. Nicht. Mitten auf dem Bildschirm so. Also quasi so ein großer, breiter, schwarzer Balken mitten auf dem Bildschirm und ich sehe noch einen Teil von einem Ingame. Tja, du bist halt ein Cheater. The story choice will not affect your character's power. Ich nehme den linken. Okay. Wenn das jetzt gefaced ist, ist halt so, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Komm, komm schnell. Kill Bastilax and take his power. Husch, husch. Lulama, ich komm her. Zeig noch eine Kiste. Kistenpower. Hier, so ein komischer Hellstone. Da will ich ein bisschen AP. Ne, doch nicht. Die Kiste ist vor meinen Augen despawned. Aha. Ohne dass ich was bekommen habe. Frech. Weil du dich beschwert hast. Ist ja nicht wie so frech. Du würdest so viel Apex bekommen. Jetzt setze ich mal hier meine Dämonenfähigkeit ein. Bei dem hier. Dämon gegen Dämon. Willst du mir gegen den hier kämpfen? Ja. Gut. Ja. Bei mir ist gerade keiner da, deswegen. Aber wir sind ja auch gefaced gerade. Komm wieder, du scheiß Dämon. Ich will gegen dich kämpfen. Ich mach dich kaputt. Mal hier so ein paar von den komischen Siegeln auf dem Boden machen, damit ich immer genau weiß, was sie bringen. Ich muss mich nochmal genauer mit beschäftigen. Und wir kämpfen jetzt nicht als Dämon. Wie als Dämon? Na ja, Metamorphose kannst du ja mal einsetzen. So, ja, aber es verändert für mich ja nichts. Nur mehr das, HP, oder? Okay? Ja, ist ja nur ein Death-Cooldown im Endeffekt. Ich muss aber warten. Ja, interessanterweise aber die das Leben des aktuellen Lebens erhöht. Mhm. Das heißt, wenn ich schon von irgendwelchen Lebensbuffs oder so profitiere und mein Leben eh schon erhöht ist, wird das trotzdem nochmal erhöht. Ja. Das ist ganz lustig. Ich auf jeden Fall irgendwie keinen Schaden hier. Nein, sehe ich gerade auch nicht. Mann, das ist tot. Mir macht der Schaden. Hm? Wie konnte er Schaden machen, der Penner? Torment. Ah, ich habe meinen Taunt bekommen. Mein Spott zu Deutsch. Mhm. Wie viele Skills, Alter? Ganz schön many. Ach, so viel ist es doch gar nicht, oder?
Also ich habe mittlerweile fast zwei komplette Reihen voll mit Skills. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Eine zu sagen. Echt? Nicht Also so viel. ich habe die Hauptleiste von 1 bis 9 komplett voll. Und dann habe ich darüber nochmal die Zusatzaktionsleiste auch von 1 bis 9 fast voll. Nee, ich nicht. Von 1 bis 8, um genau zu sein. Na, so viel habe ich dann doch nicht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Skills. Lord Illidan knows the way. Okay. Oh, ich werde irgendwo hingeportet. Ah, nach Dalaran. Ich habe ihn fertig. Ich hab den doch getötet. Warum zählt die Quest bei mir nicht als abgeschlossen? Und ich habe auch schon dem seine Power bekommen. Hä? Ich werde ihn jetzt nicht nochmal töten. Du wurdest automatisch zu Katka geportet, ne? Also Nein. nach draußen. Ich musste den Typen töten und dann musste ich zurücklaufen zum Questgeber. Gut, dann habe ich hier einen Bug. Und dann wurde ich nach Dalaran geportet. Also muss ich das nochmal machen. Und jetzt stehe ich in Dalaran. Ah, da kannst du schon mal deine Artefakt-Quest reinmachen. Ja. Seltsam, seltsam. Also, wie ihr gerade gesehen habt, sind wir jetzt in Dalaran angekommen. Du bist in Dalaran angekommen? Ja. Ich rede im Wir immer im Zusammenhang mit Zuschauern. Deswegen, wir sind in Dalaran angekommen und da werdet ihr auch, ja, eure Artefakt-Quest-Reihe mit jeder anderen Klasse starten. Da läuft dann so ein Typ hier rum, der handelt in so ein orangenes, leicht orangenes Ausrufezeichen beim Kopf hat. Und da könnt ihr dann eure Legendary Questreihe sozusagen starten. Denn wie ihr wissen solltet, ist. Was ist das denn jetzt? Was denn? Achso, jetzt muss ich hier wieder auswählen. Ob Legends oder Havoc. Natürlich Tank. Wie ihr gerade gesehen habt, Legendary Waffen. Bekommt jede Klasse. Das sind die sogenannten Artefaktwaffen, welche ihr auch aufleveln könnt, mit Skills versehen könnt und weiterentwickeln könnt. Ich muss gerade hier erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ich habe das natürlich beim Demon Hunter noch nicht gemacht, sondern nur bin beim Warrior bis jetzt. Oh ja, ihr macht jetzt erstmal so eine relativ, ja, mittelmäßig lange Questreihe, würde ich sagen. Und am Ende dieser Questreihe bekommt ihr dann eben eine Legendary Waffe oder beim Warrior Tank oder beim Demon Hunter eben zwei Legendary Waffen. Je nachdem, was halt eurer Skillung und eurer Klasse entspricht. Follow Archmage Khadgar. Lol. Hier ist gerade einer vor mir einfach umgefallen und gestorben. Ein Spieler. Ich steppe hier gleich auf. Nein, doch nicht. Nein, ich hab's gesehen. Unverteilten Talentpunkt. Ich töte ihn doch andauernd, was soll das? Das habe ich dann schon zweimal getötet, aber die Quest ist nicht fertig für mich. Unverschämtheit hier. Ich breche die Quest mal ab und mache sie neu. Tu das. Ja, notfalls muss er nachher auf mich warten. Ja, dauert ja eh erstmal ein bisschen, bis ich hier weiter bin. Ja, haben dann eh bald ganz viele Folgen dann aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind.
23:40 Uhr ungefähr.